Luigi! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es wieder neue News. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Battlefield 2 läuft jetzt bald in den deutschen Kinos und ist mal wieder richtig geil. Ich weiß nicht, ob ihr den ersten angeschaut habt. Ich freue mich schon mega auf den zweiten, den endlich anzugucken. Und im Zuge dessen wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass der dritte Teil nächstes Jahr auch um diese Zeit läuft. Und das Ganze heißt Fates Day Night, Heaven's Fear, Spring Song und wird der dritte und abschließende Teil von der Geschichte von Sakura in den Stay Night. Habt ihr schon den ersten Heaven's Feel Teil angeschaut oder geht ihr ins Kino zu dem zweiten? Dann schreibt es mir in die Kommentare und lasst es uns wissen. One Piece bewegt sich ja langsam wirklich auf das Ende zu, nachdem ja jetzt im Juli letzten Jahres schon bekannt geworden ist, dass die Geschichte zu 65% abgeschlossen ist. Und auch ein schnelles Ende gepusht wurde, ist es ja jetzt so, dass wir bald das One Piece sehen werden. Jetzt mutmaßen natürlich viele Fans, ja, was ist jetzt eigentlich das One Piece? Ist es jetzt irgendwie nur ein Schlüssel zum Herzen oder irgend so eine Scheiße? Oder ist es wirklich ein Goldschatz? Dazu wurde letztens Sensei Oda auch mal befragt in einem Interview und er antwortete mit den Worten: Nein, das ist doch wie es soll ein Zeichen der Freundschaft sein. Wir sind ja nicht bei Oz, wo ein kleines Kind mit Fantasiefiguren rumläuft. Das soll schon was Richtiges sein. Ich bin gespannt, was vermutet ihr? Was ist das richtige One Piece? Schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich wirklich mega interessieren. Weiter geht's. City Hunter Shinjuku Private Eyes geht nun bald an den Start. Also das gute Remake von City Hunter für die alten Hasen oder Kenner, die diesen Anime kennen. Ich gehöre nicht dazu. Aber ja, das ist ja ein sehr, sehr bekannter Anime. Und jetzt kommt ja das Remake raus. Und dazu anlässlich wurde jetzt auf der originalen Webseite von ihnen ein neuer zweiter Trailer zu dem Film bekannt gegeben. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Fans davon seid. Kennt ihr City Hunter? Schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare. Es würde mich mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der es nicht gesehen hat. DC Master Tagami geht in die zweite Runde. Es wurde jetzt bestätigt, nachdem der Anime ja in die Winterseason gekommen ist, dass er in Deutschland ausgestrahlt worden ist und dass eben eine zweite Staffel existiert. Falls ihr den Anime noch nicht gesehen habt, es geht darum, dass ein Junge und ein Mädchen in einer Klasse sind und er ist so wirklich heimlich in sie verliebt ein bisschen und sie triggert ihn andauernd mit irgendwelchen Streichen und lässt ihn immer dumm dastehen. Das ist eine schöne Romance-Comedy-Serie, kann man sich auf jeden Fall geben. Schaut auf jeden Fall bei Crunchyroll vorbei, die haben dann auch die Rechte an der zweiten Staffel und die erste kann man sich ja jetzt angucken, also viel Spaß beim Angucken. Ajin Demi-Human bekommt jetzt das DVD- und Blu-ray-Release, denn KCA hat jetzt bekannt gegeben, dass in Mitte April die DVD und die Blu-ray erscheinen wird und somit kann man endlich auch dieses Meisterwerk zu Hause anschauen. Und natürlich ist die Frage, fällt euch das? Also ich habe sehr, sehr viel Positives gehört, ich selber habe es noch nicht angeschaut und es ist echt schwer mit diesem animierten Style zurechtzukommen, also mit dieser CGI. Wie empfindet ihr das so? Schreibt es bitte mal in die Kommentare, wir können darüber diskutieren. Detektiv Conan pausiert wieder im Manga für 4 Wochen. In Shonen Jump wurde jetzt bekannt gegeben, dass Detektiv Conan mal wieder eine Pause einlegt. Nachdem die letzte Pause ja letztes Jahr von September bis November geht, soll jetzt wieder eine 4-wöchige Pause stattfinden in der Shonen Jump über Detektiv Conan. Letztes Mal war es so, dass es gesundheitliche Probleme des Mangaka waren. Das ist ja auch natürlich voll und ganz nachvollziehbar. Und diesmal sollen diese 4 Wochen, ich sag jetzt mal Urlaub, oder wie auch immer man das nennen möchte, zu Nachforschungen angestellt werden. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, denn Detective Conan soll ja auch spannend bleiben und irgendwann braucht man irgendwie mal so wieder Input für Ideen, weil, ja, wo soll das herkommen nach so vielen Folgen? Schaut ihr eigentlich aktuell Detective Conan oder lest ihr den Manga noch weiter in Deutschland? Denn der geht jetzt auch bald demnächst weiter. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, oder mögt ihr es überhaupt? Oder ist euch das zu gruselig mit den schwarzen Mann? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's mit den aktuellen News. Wir sehen uns dann die Tage wieder mit neueren Sachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, wir schreiben uns in den Kommentaren. Sayonara. Ciao.